Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mit einer der ersten Sachen, die ich über dieses Gelände, diese Gebäude hier am Parliament Place gelernt habe, das ist, dass sie unermesslich wertvoll sind, im Sinne von Geldwert. Wir sind hier am Eastern Hill, praktisch in der Mitte der Stadt, und man sieht, wie die Stadt in die Höhe gewachsen ist aufgrund der steigenden Property-Preise. Und da kann man sich dann natürlich denken, dass so ein Filetstück in der Mitte der Stadt sehr, sehr viel wert ist. Und ich denke, dass es dem ganz gut entspricht, dass wir diesen Wert pflegen, dass wir diesen Wert erhalten. Also, wie ihr hinter mir sehen könnt, da ist der frische Putz auf der Wand. Wir hoffen, dass wir damit die Wasserschäden darin beseitigt haben, sodass wir diese Kirche weiterhin eben damit gut für die kommenden Gottesdienstbesucher der Zukunft schön erhalten. Und ganz Ähnliches gilt dann auch für den geistlichen Bau. Hier gibt es einen Pastor, vielleicht auch mal eine Pastorin. Hier gibt es eine Gemeindepädagogin und die kümmern sich um den sozialen Bau mit Seelsorge, mit Gottesdienst, mit Wertevermittlung für die Kinder. Und so setzen wir uns für diesen organisatorischen Bau der Gemeinde mit unseren Spenden ein. Übrigens, die Sekretärinnen leisten da auch noch einen ganz wichtigen Beitrag. Also das ist auch noch nicht zu unterschätzen. Wir setzen uns also ein. Wir tun unsere Pflicht für dieses Gelände, diese Gebäude und auch für die Organisation. Und ich als Teil dieser Organisation, ich bin total dankbar und staune immer wieder, wie viel Engagement und wie viel Kraft unsere Ehrenamtlichen, sei es in der Leitung des Kirchenvorstands, sei es aber auch bei den Kindern oder im Altenheim, wie viel Energie und Kraft die für diesen Bau, für diese Organisation, für dieses soziale Gebilde aufbringen. So sind wir Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gnade Gottes heißt in dem Zusammenhang ja mehreres, ihr Lieben. Gnade in dem Fall, was das Gebäude und die Organisation angeht, das ist etwas, was uns vorgegeben ist. Das gehört uns ja nicht persönlich. Weder dieses Gebäude noch die Organisation unserer schönen Dreifaltigkeitsgemeinde. Das haben wir nicht selbst erbaut. Umso größer ist halt auch dann die Verpflichtung. Und ich denke, das sagt uns was über das Wesen von Gnade. Also inwiefern wir Haushalter der mancherlei Gnade Gottes sein können, ein jeder nach der Gabe, die er empfangen hat. So heißt es in unserem heutigen Predigttext. Gnade Gottes, das ist eigentlich etwas, das uns absolut vorgegeben ist. Das wie eine Aufgabe, die uns das Leben stellt. Das ist die Aufgabe, die uns das Leben stellt. In ihrem Wesen nach. Das ist etwas haben, was wir nicht besitzen, sondern das wir haben, um damit zu haushalten, damit es für andere da ist. Gnade. Also wir tun unsere Pflicht im Rahmen der Gnade. Um das mal mit ein paar Beispielen zu unterfüttern.
Wenn wir Menschen verheiraten, dann tun wir das mit einer großen Hoffnung, dass die zwei praktisch füreinander bestimmt sind, füreinander ein Geschenk sind, eine Gnade in ihrem Leben. Wir wissen, dass es nicht bei allen Ehepaaren der Fall ist, aber wir gehen davon aus, dass die sich vorgegeben, aufgegeben sind und dass die beide dann auch damit die Verpflichtung haben, gegenseitig sich füreinander aufzuopfern, füreinander einzustehen, beieinander zu sein in guten und weniger guten Tagen und sich so ja, die Gnade Gottes gegenseitig in der Treue zu bezeugen. Wenn wir Kinder konfirmieren, dann sind sie keine Kinder mehr, sondern dann sind sie Jugendliche. Wir lassen sie los in das Erwachsenendasein mit einem großen Vertrauen, dass ihnen das Leben noch mehr zu bieten hat und zu schenken hat, als wir als Eltern es geben konnten. Das tut manchmal ganz schön weh, Leute, aber es ist so. Wir geben den Kindern frei. Wenn wir Menschen beerdigen, kommt das nochmal auf eine ganz besondere Weise zum Ausdruck. Wir lassen Menschen los und hoffen, dass ihr Leben mit allem Guten und allem weniger Guten nicht einfach Verwesung und Staub ist, sondern dass es bei Gott gut aufgehoben ist. Also dass nichts umsonst war in diesem Leben. Und dass Gott sich dieses Lebens auch mit seinen Schrammen und Macken gnädig annimmt. Das ist Gnade. Ich denke, dass ein ganz wichtiger Ausdruck von dieser Gnade eben auch dann ist, wenn wir hier die Kinder taufen. Also das sind kleine Menschen, die nicht glauben können, die sich nicht materiell für die Gemeinde einsetzen können, die sich möglicherweise auch gegen ihre Taufe wehren. Aber sie sind für uns das Geschenk. Sie sind sich selbst geschenkt. Sie haben einen Wert, unabhängig von dem, was ihnen Menschen zuschreiben. Und sie leben auf die Liebe hin, die ihnen im Leben noch begegnet und die sie in Ewigkeit auch tragen wird, wenn sie einst beerdigt sein werden, so wie alle Menschen eines Tages beerdigt werden. Also so versuchen wir jeden Sonntag und auch in ja, der Begleitung der Menschen durch ihr Leben mit Gnade gut zu haushalten, ein jeder nach der Gabe, die er empfangen hat. Auf dieser Grundlage, auf der Grundlage der Taufe in Jesu Namen, setzen wir uns ein. Ah ja, in Jesu Namen, im Namen dessen, der sich ganz auch für den Barabbas, auch für den Sünder hingestellt hat und dessen Last getragen hat. Gnade. Der hat sein Leben aufgegeben für den, der es nicht verdient hat. Gnade. Wir setzen uns auf diesem Grund der Taufe auf diesen Namen ein. Und das lässt mich dann auch nochmal, ihr Lieben, auf diese Property zurückkommen, dieses Gebäude und dieses Gelände. Woher kommt diese Property? Was ist der Ursprung speziell dieser Kirche? Lasst es mich euch erzählen. Im Grund gehört dieses Gelände keinem, wirklich keinem, allenfalls den traditionellen Wächtern dieses Landes. Die Briten, die das hier zu einer Kolonie gemacht haben, das Land Australien nannten, die haben hier aus diesem Gelände eine Property gemacht. Und die Deutschen haben diese Property aus Gnaden geschenkt bekommen, mit einer Bedingung, und zwar von dem Governor La Trobe. Der hat nämlich die Gabe eines Grants of Land
an eine Constitution, an eine Verfassung, wofür stehen diese Leute, und an eine Membership List, also wer ist das, wer für diese Werte steht, gebunden. Der hat den Gemeinschaften ein Stück Land an einer sehr, sehr schönen Stelle hier auf dem Eastern Hill gegeben, die sich für nicht materielle Werte persönlich eingesetzt haben. Und das galt dann für die katholischen Iren, die dann das Gelände von St. Patrick's bekommen haben, für eine Gruppe seelsorglich engagierter Anglikaner, die haben St. Peter's Eastern Hill auf der anderen Straßenseite bekommen. Das galt für die deutschen Lutheraner, die auch eine Verfassung hatten, auf der Grundlage des lutherischen Glaubens an die Gnade Gottes, und die eine Membership-List hatten, in der drin stand, wer sich dafür einsetzt. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, in der Zeit des Goldrausches, wo es keine Polizisten gab, weil alle zu den Goldrausch, zu den Goldfields hinausgegangen sind, in denen es keine richtige öffentliche Ordnung gab, in denen praktisch alles Chaos und Aufregung und Hauen und Stechen war um das Gold, und alles in alle Richtungen aus, also praktisch deswegen auseinanderlief, da hat dieser Gouverneur Latrobe versucht, die Leute zusammenzubringen und gesagt, an zentralem Ort in der Stadt, in der Nähe von unserem Schatz, Haus, in der Nähe von unserem Parlament. Da möchte ich, dass die Menschen zusammenkommen auf anderen Gründen als aus materiellen. Und ich denke, dass das bis heute ein Auftrag für praktisch jede christliche Gemeinde ist, aber hier insbesondere aufgrund dieser Geschichte. Also nochmal, das Land gehört uns nicht. Das Land gehört grundsätzlich keinem. Und das, was hier draufsteht, ist dafür da, gegen die zentrifugalen Kräfte, die es in der Gesellschaft gibt, Gemeinschaft aufzubauen und zusammenzuhalten und Menschen zusammenzubringen und sie dazu ermutigen, sich für andere einzusetzen und etwas von dem, was sie haben, abzugeben, damit in Zukunft auch Gemeinde, Gemeinschaft hier lebendig ist. Zentrifugale Kräfte gibt es auch heute genug, vielleicht nicht ganz so extrem wie zu Zeiten des Goldrausches, aber wenn ihr euch mal vorstellt, wie divisive, wie polarisiert die Diskussionen heute sind, wie scharf die Diskussionen geführt werden, dann gibt es damit ein Beispiel neben dem Materialismus, neben dem sich schauen, dass man möglichst viel hat, gibt es ein sehr gutes und wichtiges Beispiel, um klarzumachen, Moment mal, ich bin nicht für mich selber da, sondern ich muss auch für die anderen da sein, im Sinne dessen, dass ich auf sie höre und ihre Argumente wahrnehme und dass ich auch mit ihnen an einem Ort zusammen sein kann, selbst wenn ich mit ihnen nicht in für mich vielleicht entscheidend wichtigen Fragen übereinstimme. Also, dafür sammeln wir unsere Spenden. Deswegen renovieren wir hier die Kirche, erfüllen unsere Pflicht, opfern Zeit und Geld und Engagement, nicht für uns selbst, sondern für andere. Wie ihr seht, ich sitze in leeren Kirchenbänken. Das ist für mich und das ist für eigentlich uns alle schmerzhaft, dass wir nicht an diesem zentralen Ort, über den ich jetzt so viel geredet habe, zusammenkommen können. Und dass wir nicht die Gemeinschaft pflegen können, wie es hier seit 160 Jahren geschah. Und es, ihr Lieben, es ist auch verunsichernd, dass es ungewiss ist, wann das wieder der Fall sein soll. Es ist im Gegenteil sogar, es ist so, und ich unterstütze das auch, physische Distanz ist angesagt. Wir müssen aufeinander achten und wir dürfen uns gegenseitig die Gesundheit nicht gefährden. Zugleich zum Schluss die Frage, wie können wir eigentlich da dann unserem Auftrag als Gemeinde, der uns ja vorgegeben ist,
in der Gnade gerecht werden? Wie können wir Haushalter der Gnade Gottes sein, ein jeder nach der Gabe, die er empfangen hat? Ein jeder nach der Gabe, die er empfangen hat. Das ist der Hinweis. Ich habe am Anfang natürlich auf die Spenden hingewiesen. Das kann man immer machen. Die geistliche Organisation, die Seelsorge, die Gottesdienste, die Wertevermittlung für die Kinder mit materiell zu unterstützen. Ich finde aber in dieser Zeit noch ganz andere Dinge viel wichtiger, ihr Lieben. Seelsorge. Die Seelsorge, die ihr untereinander leisten könnt, ruft euch weiter an. Der Fernseher hat eine extreme Gravitationskraft. Ne? Der zieht ganz viel an. Und man hängt da so ein bisschen müde und schlapp vor. Ich auch, ganz oft. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns davon lösen und an Menschen denken, an die wir jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen nicht gedacht haben, und sie anrufen. Sei es in Deutschland, sei es Nachbarn in der nächsten Straße. Anrufen, anrufen, anrufen. Nicht nachlassen, nicht zu viel in Facebook scrollen, sondern Menschen direkt sprechen. Gottesdienste, ja, YouTube-Gottesdienste. Wir haben mittlerweile, was weiß ich, 200, 300 Videos auf unserem Videokanal. Gut und schön. Und ich glaube auch, dass sich meine Predigten lohnen, die immer mal wieder rauszukramen hier aus diesem YouTube-Ding. Aber viel wichtiger, ihr lieben Leute, Gottesdienst ist, wenn ihr selbst die Bibel mal nehmt und nur ein kleines Stück lest. Ein, vielleicht zweimal die Woche. Manche Leute machen 5-6 Mal die Woche Exercises, Training. Also kommt Leute, ein oder zweimal die Bibel zur Hand nehmen und dann ebenso oft sich in der Stille hinsetzen und ein Gebet, eine Fürbitte für andere raustun und beten. Wertevermittlung für Kinder. Das ist schrecklich anstrengend. Also vor allem für die Leute, die Kinder haben von Year 1 to Year 10. Wir haben es ja gut, unsere Kinder sind ja 11 und 12. Aber auch wir haben mit unseren Kindern eine Zeit, die intensiver ist, als sie wäre, wenn die Kinder ihre Freunde einfach so besuchen könnten, wie sie das vor Covid getan haben. Ihr lieben Leute, das hier ist eine Zeit in ihrer Intensität, die auch so anstrengend ist, die auch sehr kostbar ist. Und ihr werdet das in Zukunft in der Erinnerung merken. Wie viel Liebe, wie viel Geduld, wie viel sich selbst zurücknehmen für die anderen, wie viel Aushalten ihr geopfert habt für die Gemeinschaft in der Familie. Also Seelsorge ist eine Sache der Gemeinde. Gottesdienst, beten, ist eine Sache der Gemeinde. Wertevermittlung für die Kinder in den Familien, eine Sache der Gemeinde. Tja, jeder nach der Gabe, die er empfangen hat. So lasst uns Haushalter der mancherlei Gnade Gottes sein in diesen nicht ganz einfachen Tagen. Unsere Pflicht tun auf der Basis der Gnade Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.